Willkommen zurück zu einer neuen windigen Folge Ghost of Tsushima. Freut mich, dass du da draußen wieder rein wehst. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte luftige Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Heute schon 3 Folgen. Großes Dankeschön für den ganzen Support. Wenn ihr da draußen das Spiel gewinnen wollt oder mich unterstützen wollt, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt einen Kommentar. Alle Informationen dazu natürlich wie immer unter Folge Nummer 1. Und natürlich lasse ich euch da draußen auch in keinster Weise hängen. Ich gebe mein Bestes, dass ihr hier mit den feinsten Let's Plays versorgt werdet. Krabben. Ganz viele Krabben rennen hier rum. Alles klar. In diesem Katana, in diesem Schwert, da steckt die Seele meines Vaters drin. Und wir müssen jetzt dem Wind folgen. Und ich finde, das Spiel sieht unheimlich schön aus. Auch wenn es vielleicht von der Technik her nicht ganz auf dem Niveau ist von einem God of War oder einem The Last of Us 2. Trotzdem wahnsinnig schön designt. Sucker Punch hat wirklich alles rausgeholt. Und ich denke mal, die hatten auch weniger Budget als jetzt zum Beispiel God of War oder The Last of Us, weil das eben dann doch nochmal größere Studios sind und etablierte Marken. Und hier haben wir leider keine etablierte Marke. Das ist was Neues. Jin, was ist los? Ich fand Fürst Shimura. Ich hätte ihn retten können. Doch der Khan war dort. Ich ließ ihn im Stich. Immerhin bist du unversehrt. Ich schwor, mein Leben für diese Insel zu geben. Doch die Mongolen raubten uns die Heimat, töteten unsere Samurai. Du hast vergessen, wie es ist, mit einem Stärkeren zu kämpfen, schwach zu sein. Manchmal, wenn man dem Tod ins Auge blickt, muss man alles Nötige tun, um zu überleben. Der Khan erwartet einen Krieg gegen die Samurai. Er wird unsere Schritte vorausahnen. Es sei denn, wir können ihn überraschen. So retten wir Fürst Shimura und unsere Heimat. Wir brauchen Hilfe. Reiter, die Kampfhunde des Khans. Das sind zu viele! Deckung! Ins Gras! Alles klar, schnell runter mit uns. Okay, ganz ruhig, ganz vorsichtig. Naja, das tut uns nicht sehen, oder? Hätte ich hier verstanden, hätten wir uns hingelegt. Aber so, also bitte. Unsichtbar sind wir hier nicht. Die suchen sicher nach dir. Okay, wir müssen dem Wind folgen. Folge dem Wind! Die Hunde haben die Pferde verjagt. Das sind Samurai-Rösser. Sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Ah, nice. Wirklich nett. Die Mongolen werden dich jagen. Wir sollten uns trennen. Ich lenke sie ab und du entkommst. Ich bleibe an deiner Seite, bis wir meinen Bruder gerettet haben. Erst brauche ich mehr Verbündete. Richtige Krieger. Wie Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi. Sie können helfen. Mein Bruder kann auch helfen. Wenn wir ihn gerettet haben, steht der beste Schmied der gesamten Insel in deiner Schuld. Er schmiedet dir, was du brauchst, um deinen Onkel zu retten. Etwas zum Erklettern der Burgmauern? Was du brauchst. Taka schmiedet es. Wo haben sie ihn? Sie erwischten ihn bei Kechi. Reite hin und hör dich um. Ich komme nach. Taka überlebt nicht lange in einem Mongolenkäfig. Yuna, wir werden deinen Bruder retten. Und deinen Onkel. Thank you.
Wahnsinn, ich habe Gänsehaut. Wunderschön. Wunderschönes Spiel. Akt 1. Rette Fürst Shimura. Das Spiel hat einfach so eine unglaubliche Ästhetik. Aber nicht nur was die Optik angeht, sondern einfach alles. Einfach alles. Okay, warte mal, hier drüben sind Gegner. Kann ich ja jetzt hinrennen und sagen, ey, yo! Wer will auf die Nase bekommen? Alles klar, schauen wir mal rein. Also, wir haben natürlich auch eine Karte. Die Insel. Tsushima. Erkunde Tsushima, um neue Orte zu entdecken. Flup, flup. Dies ist eine Geschichte. Der Kriegerkodex. Yuna sucht nach ihrem Bruder, einem Schmied namens Takar, der von den Mongolen gefangen genommen wurde. Belohnung, Erweiterung der Legende. Viel. Fokussiertes Hören. Aha. Schließe Geschichten ab, um deine Legende zu erweitern und neue Ressourcen und Fähigkeiten zu erhalten. Okay. Wenn deine Legende wächst, erlernst du neue mächtige Techniken. Im Moment bin ich der gebrochene Samurai. So, hier kann ich jetzt mein nächstes Ziel wählen. In Aufzeichnung anzeigen. Wähle dein nächstes Ziel und lass dich von dem Wind leiten. Ah! Aha! So funktioniert das. Der Wind sagt mir also, wo ich hin muss. Das ist ja cool gemacht. Das finde ich ja sehr, sehr cool. Aber was ist hier drüben? Was ist das hier? Wartet mal. Karte. Okay, hier ist irgendein gegnerisches Lager. Alter Handelsposten. Erweiterung der Legende wenig. Belohnung 8x Eisen. Kampfhaltungsfortschritt. Okay, wenn ich also hier reingehe und aufräume, dann erweitere ich auch meine Legende. Ja, aber ich würde sagen, wir folgen dem Wind. Wir folgen dem Wind. Nobu! Ich wette, die meisten haben ihr Pferd Schatten genannt, aber das ist irgendwie so klischeehaft. Nobu! Klingt irgendwie geil, oder? Ich find's geil. Das ist mein Geschmack halt. Respected, man. Respected. So, wie war das? Ah, hier sehe ich dann den Wind und die Anzeige. Oh, das ist so cool gemacht mit dem Wind. Das, ich sag ja, das Spiel hat eine unglaublich schöne Ästhetik. Aber ich bin jemand, der immer geglaubt hat an Sucker Punch. Denn ich begleite sie mit Infamous durch die ganze Laufbahn. Findet ihr auch alles dazu auf meinem Kanal. Let's Plays zu Infamous. Oh, ich glaube, da hätte ich irgendwas looten können. Aber ich denke mal, es wäre ganz gut, wenn wir erstmal gucken, dass wir ein bisschen stärker werden. Denn ähnlich wie in Infamous sind wir am Anfang ein Welpe, der hart auf die Fresse bekommt. Und dann im Laufe immer stärker werden. Fühlt sich zumindest schon mal so an für mich. Für mindest mich? Keine Ahnung. Ich bin aufgeregt. Wie kann ich denn absteigen? Ach Moment, kann ich auch hier vom Pferd direkt was mitnehmen? Oh, das ist praktisch. Finde ich gut. Ja, man muss einfach nur hier über das Touchpad am Controller so ein bisschen drüber gehen und schon hat man hier oben wieder die Anzeige. Oh, er steigt sogar automatisch ab. Sehr cool. Yuna! Jin! Du hast mich gefunden! Hi! Du hast gut reagiert. Ich hätte ihn hören müssen. Aber ich ließ mich ablenken. Diese Leute sahen, wie die Mongolen Gefangene flussaufwärts führten. Unter ihnen war ein Schmied. Dein Bruder? Hört sich so an. Sie brachten ihn in ein Lager, nahe beim Kaneda-Meeresarm. Ich weiß, wo das ist. Wie geil sieht denn bitteschön das Gras aus? Hab ich eben gerade drauf geachtet und alles ist wirklich einzeln detailliert. Cool. Hast du Samurai für die Rettung gefunden? Noch nicht. Aber ich suche noch. Sicher findest du bald jemanden. Ja, naja. Dein Bruder ist zwar kein Samurai, aber hey, der ist Schritt 1. Hm? Okay, wir brauchen den Ausguck. Höher! Let's go. Taka kann dir helfen, wenn er gerettet ist. Kaum zu glauben, dass ich ihn bald sehe. Er hat Glück, dich zu haben. Sieht er vielleicht anders. So sind Geschwister nun mal. Was ist mit dir? Hast du Brüder oder Schwestern?
Fürst Shimura ist meine einzige Familie. Was wirst du tun, wenn er frei ist? Tief durchatmen. Denn dann weiß ich, dass für unsere Insel Hoffnung besteht. Du klingst überzeugt. Ich habe ihn schon gegen jede Wahrscheinlichkeit siegen sehen. Und wenn dein Bruder frei ist, was dann? Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Oh, much honor. Alter, ich bin so geflasht. Jetzt, die Leute haben nämlich geschrieben, Spiel sieht nicht gut aus. Ey, ich meine... Du reitest gut. Und deine Wunden? Fast verheilt. Dank deinen Verbänden. Du redest nicht gern über deine Gefühle, oder? Da hast du wohl recht. Mein Onkel lehrte mich, dass ein Samurai seine Gefühle meistert. So wie ein Pferd oder eine Klinge. Klingt nach einem harten Leben. Es soll auch nicht einfach sein. Ich meine, wenn Assassin's Creed Valhalla so aussehen würde, so. Und ich meine, Ubisoft hat eine Menge Geld, ja? Die sind sehr, sehr reich. Das ist kein armer Publisher, kein kleiner armer Publisher, der sowas nicht könnte. Wäre geil, wäre geil. Deswegen, ich sag ja, Sony ist für mich absolut King. Das sage ich nicht als Fanboy, sondern das sage ich als ein Mensch, der einfach weiß, Sony liefert immer ab. Die PlayStation 4 war für mich einfach nur geil. Und ich freue mich auf die PlayStation 5 und obwohl ich die Xbox 360 sehr, sehr liebe, es war eine tolle Konsole, ich habe tolle Erfahrungen damit, mehr tolle Erfahrungen als auf der PlayStation 3, gehe ich sehr stark davon aus, dass auch die PlayStation 5 wieder das Rennen machen wird, weil Sony nicht so blöd ist und denkt, dass Singleplayer-Spiele keine Chance mehr auf dem Markt haben. Das ist der große Fehler, ich weiß auch nicht, das war der Trend vor 4-5 Jahren, der da irgendwie losgetreten wurde, Singleplayer pfui, und man sieht es immer wieder, wie gut sich Spider-Man, God of War, The Last of Us, Horizon Zero Dawn und so weiter verkauft haben. Ich bin der Meinung, die Ära der großen Singleplayer-Spiele geht niemals. Vor uns ist eine Stelle mit Blick auf den Fluss. Ein guter Ausguck aufs Mongolenlager. Und ich spiele sie auch am liebsten. Ich meine, ich habe den großen Vorteil, es ist mein Job, diese Spiele zu spielen, aber hey, wäre es nicht mein Job, würde ich sie auch alle spielen. So, da wären wir. Ich musste einfach das jetzt ein bisschen genießen. Da ist das Lager. Weil es mir so gut gefällt, die Farben und so. Die Mongolen haben das Lager rasch hochgezogen. Es muss einen Weg reingeben. Mal nachsehen. Okay, können wir denn jetzt schon irgendwelche Stealth-Angriffe machen? Ich sehe das Lager nicht mal. Beobachte das Gefangenenlager. Ach, hier drüben müssen wir hin. Alles klar. Hier, riesiges Lager und ich so, oh, ich sehe es aber gar nicht. Wir müssen zu Tucker, ohne ihn in Gefahr zu bringen. Wir finden einen sicheren Weg. Okay, hier sehen wir diese Warnsignale. Das bedeutet, ist das positiv oder... Hinten sind sie bestens geschützt. Wir könnten über die Felsen an der Seite. Wenn sie locker sind, rutschen sie ab und alarmieren die Wachen. Die Frontmauer dort ist noch immer im Bau. Da könnten wir rein. Wir könnten ein Loch in der Frontwand suchen. Reinschleichen. Und die Mongolen an Ort und Stelle töten. Wenn etwas schiefläuft, töten sie die Gefangenen. Ich habe es selbst erlebt. Wir müssen leise eindringen. Wie Diebe. Was ist daran verkehrt? Vor den Samurai regierten Verbrecher die Insel. Wir führten Ordnung ein und sorgten für Gerechtigkeit. Wir leben nach einem Ehrenkodex. Und manchmal sterben wir deshalb. Krieger wie mein Vater, die unsere Heimat sicherer machen wollten. Ich will das doch auch. Doch es ist Zeit, dass wir uns wehren. Ich versprach meinem Onkel, den Kodex nie zu brechen. Dann umgehe ihn, um meine Familie zu retten. Und den Rest von deiner. Sehen wir uns mal an, womit wir es zu tun haben. Warten wir, bis es dunkler ist. Jin ist auch permanent am Schwitzen, ne? Permanent am Schwitzen. Der alte Schwitzer Jin. Okay, cool. Wir können also hier solche Festungen ausspähen. Er hat viel durchgestanden.
Schon vor der Invasion. Aber du warst für ihn da. Jemand musste ja. Er hasste, dass ich stahl. Doch ansonsten wären wir verhungert. Ich hatte keine Wahl. Samurai zu sein war auch nicht meine Wahl. Doch meinen Instinkt zu missachten. Mein Kodex. Besser als von den Mongolen abgeschlachtet zu werden. Wir müssen zurückschlagen. So gut wir nur können. Hiyoshi. Ich finde, stehlen in der Not, wenn es um Essen geht, wenn es wirklich darum geht zu überleben, ist in Ordnung. Finde ich legitim. Hierdurch. Glaubt mir, ich würde auch stehlen, bevor ich verhungere. Bin ich ganz ehrlich. Wenn sie uns sehen, töten sie die Gefangenen. Dann sollten wir leise sein. Und sie kalt machen. Fall den Mongolen in den Rücken. Ja, endlich, endlich. Stealth! Was meint ihr, Jin? Der Bär humpelt stark. Euer Pfeil hat ihn verwundet. Dann ist ein Tier am gefährlichsten. Bleibt wachsam. Ja, Onkel. Bleibt an ihm dran. Dass hier Bären leben? Tun sie nicht, aber die Kämpfe in Yarikawa trieben einige hierher. Also sind die Rebellen schuld. Wir sollten sie als Strafe den Bären zum Fraß vorwerfen. Wir sind keine Barbaren, Jin. Das war mein erster Stealth-Kill. Jetzt bin ich ein Ninja. Aber der nächste muss besser werden. Also, so lange können wir nicht hier mit jedem beschäftigt sein. Okay, hier lang. Ich muss sagen, ich habe wirklich keine Sekunde an Sucker Punch gezweifelt. Einer meiner Lieblingsstudios. Hier ist der Bär gestolzt. Stirbt er? Nein. Aber wir kommen näher. Infamous Second Son ist ja auch ein ultra geiles Spiel gewesen. Hatte ich so viel Spaß mit. Super. Noch mehr Blut, noch mehr Spuren. Seid bereit, Jin. Ja, Onkel. Darf ich schießen? Wenn er noch lebt? Zeigt, dass ihr eure Gefühle kontrolliert. Dann vielleicht. Okay, Gefühle kontrollieren bedeutet nicht auf den Bären schießen. Und cool bleiben. Oh, fuck. Wir haben ihn. Vorsichtig, er könnte noch leben. Ja, das stimmt. Einmal hier so ein Brankenhieb. Der Pfeil hätte ihn nicht töten sollen. Einmal hier so ein Brankenhieb ins Gesicht und kannst tot sein. Schaut, Onkel, eine Wunde in seiner Flanke. Nicht von einem Pfeil. Ein Assassine! Aus Yarikawa! Verräter! Ihr fallt dem Shito in den Rücken! Fürst Sakai! Ihr müsst euch beherrschen. Wir sind keine Verbrecher. Wie dieser Mann hier. Wir sind Samurai. Er wollte euch ermorden. Er muss dafür bezahlen. Mit seinem Leben. Seht ihm in die Augen. Lehrt ihn, dass ein Samurai nie aus Angst oder Wut handelt. Dann nehmt sein Leben. Ehrenvoll. Wenn
greifen wir den Feind frontal an. Und wenn wir ihn dann töten, schauen wir ihm in die Augen. Mit Mut und Respekt. Das macht uns zu Samurai. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Jetzt fühle ich mich wirklich wie ein Feigling. Ja, er hat's hinbekommen. Gut gemacht, Onkel. Jin, was ist? Suchen wir deinen Bruder. Sie dürfen uns nicht sehen. Benutz all deine Sinne. Denke und beweg dich wie ein Dieb. Denke und bewege dich wie ein Dieb. Fokussiertes Hören. Drücke Touchpad, um fokussiertes Hören einzusetzen. Dies enthüllt die Position nahe Gegner und verlangsamt deine Bewegung. Ah ja. Wie es weitergeht in der nächsten Folge, ich weiß, ihr seid alle sehr, sehr gespannt. Lasst eine Bewertung da, dann kommen die Folgen auch sehr schnell. Denkt an das Gewinnspiel. Ich empfehle hier auf jeden Fall auch die Glocke zu abonnieren. Zu aktivieren, wenn ihr abonniert. So rum. Abonnieren, Glocke aktivieren, weil eben es immer schwieriger wird, dass auch wirklich alle Videos auf YouTube angezeigt werden. Gut, danke fürs Zusehen, danke für den Support. Bis zum nächsten Mal und tschüss!